Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Richtig, die Map ist anders. Habt ihr gut gesehen? Ja, Diego spielt mal ein bisschen Ark. Ich habe damals die Anfänge von Ark bei YouTube verfolgt, bei diversen YouTubern wie Beam und ein Quantum Pro mit Keith Joe zusammen und so. Und da war das aber noch total buggy oder Gronkh. Ich habe mir auch die ersten Folgen von Gronkh angeguckt, wie er da ganz alleine in Ark unterwegs war. Und ich habe das Spiel nie gespielt, weil ich hatte mal keinen Bock auf PvP und dass ich auf den Server komme, alle Tiere sind tot. Aber mittlerweile haben wir unseren eigenen Server und zwar kommt der von Mad Max. Yeah, und Mad Max ist natürlich auch mit mir hier auf dem Server. Oder was heißt natürlich, Gott sei Dank. Und es sind noch mehr alte Bekannte hier auf dem Server. Wollt ihr mal kurz Hallo sagen? Guten Tag. Dr. Ja, servus. Dr. Dr. Percy und der Dr. Dr. Roberto und Abend. Shadowx Baby. Ja, wir zocken so nebenbei auch mal ein bisschen Ark. Ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so findet, wenn wir ab und zu mal ein bisschen Ark spielen. Was weiß ich, einmal die Woche ein Video oder so. Also, ne, ich will das jetzt nicht. Also, das soll jetzt keine Konkurrenz zum LS werden. Nur wir zocken es halt eh, weil ich da halt, wie gesagt, ich suchte das Game halt schon lange und konnte es halt nur nie selber spielen, weil ich immer keinen Bock hatte, auf die Fresse zu kriegen. Und einen Betäubungspfeil drin. Frag mal den Nabo. Hier. Ich habe hier gerade so eine kleine Außenposten errichtet. Also nicht, dass ich jetzt denke, dieses armselige Ding hier ist unsere Base. Ach, das ist nur. Außenposten. Ja, ich bin am stehe auf meinem Außenposten und komme mal wieder die Leiter nicht runter. Shadowx. Auf dem Weg. Okay, passt. Ich habe mir hier einfach nur ein kleines Lager erstmal errichtet und ich muss jetzt hier noch ein bisschen was bauen, dass ich hier meinen Dino ein bisschen saven kann. Ich habe hier den Little Diego, das ist leider schon der dritte Little Diego. Die ersten beiden hatten einen schmerzhaften Tod, weil der Reiter auch nicht sehr erfahren war. Ja. Wir können einmal zur Base reiten, ich kann auch mal zeigen, was die Jungs hier so gebaut haben. Ich bin heute auch erst einen zweiten Tag auf dem Server. Jetzt gerade erst runter. Runter. Percy, wie war das also für die Leute, die eventuell auch Bock haben auf Ark? Das dauert nicht mehr lange, dann kostet das richtig Geld. Jetzt war noch billig, oder wie war das, ne? Ja, meines Erachtens nach wird das Spiel dann Vollpreis und heißt 50 Euro. Und im Moment gibt's das noch für einen Zwanni, ne? Also wer jetzt noch so am Wackeln ist und nicht genau weiß, ob er Ark lieber jetzt zuschlagen, ne? Weil jetzt kostet halt nur ein Zwanni und ein Zwanni, der tut da nicht so weh dann halt, ne? Sagen wir mal so, ich habe für anderen Schwachsinn schon wesentlich mehr Geld ausgegeben. Ja. So ist es nicht. Und es läuft auch relativ gut hier auf meinem Lappy. Mein Lappy ist ja auch nicht so die High-End-Maschine, ne? Und ich habe hier Grafik alles auf volle Kanne stehen, ne? Und es geht. Ist alles gut. Ja, ich verstehe es selber nicht. Du bist auch weg. Ich zeige euch mal ganz kurz hier die Base. Hier, die Jungs haben schon jede Menge da Viecher getamed. Und ja. Das ist also quasi unsere Hauptbase. Da stehen irgendwelche Tiere auf dem Dach. Ich sehe da nur irgendwelche Dinge. Was sind das für Dinge? Ach, Wasser. Oben auf der Dings ist Wasser. Wofür ist da Wasser? Oben auf unserem... Da oben haben wir Plant X. Das sind Pflanzen, die schießen andere Tiere vom Himmel. Ah, okay. Hier hinten so, ist so eine kleine Bude, um Tiere zu zähmen. Da nehmen die Jungs alles, was klein ist, nehmen die mit dem Adler und schmeißen das von oben in... Wieso komme ich da nicht rein? Weil du die Tür aufmachen musst. Seit wann muss man die Tür öffnen? Weil das hier noch die Standard-Mod ist. Okay. Ich muss kurz dabei sagen, wir spielen mit Mods. Also es ist nicht ganz das Original-Arc. Wir haben hier ein paar Zusatzmods drin, die das Leben so ein bisschen versüßen. Ja, hier schmeißen die halt ihre Tiere rein mit dem Adler und man stellt sich dann oben auf das Dach und dann kann man die Schilden betäuben. Richtig, und ja. Dann haben wir hier oben zwei Plattformen, da stellt sich jeweils immer einer hin, weil der immer hin und her rennt. Und da kann man dann richtig schön das Tierchen sozusagen betäuben mit Pfeilen, ja. Das ist echt super, ja. Wenn du willst, kannst dein Eisen bei mir in Adler legen.
Ich sammle mal zwischen ein bisschen Stroh zwischendurch. Ah, ich wollte eigentlich eine Sichel holen. Also, hier ist alles hier abgesaved mit dicken Toren und so, ne? Ist alles gut hier. Das Blöde ist, dieses Areal ist so groß, dass hier auch schon mal böse Tiere spawnen. Also, ich habe gerade ganz am Anfang auch schon mal gut aufs Maul gekriegt, als ich in meiner eigenen Base stand, ne? Aber die Tiere passen auf, ne? Wenn man Glück hat, dann ist Rexy gerade hier, dann stellt man sich einfach bei Rexy in Schatten und Rexy regelt den Rest, ne? Braucht man keine Angst haben, wenn man zu Hause ist, ne? Ja. Mir geht hier schon wieder so eine fliegende Ratte. Was mir diese fliegenden Ratten schon alles weggenommen haben, ne? Ich gehe ins Haus. In meine Ruhe hier. Ach, oh, wir haben übrigens voll die Luxustreppe hier. Weil der kleine Dicke Diego, der war zu fett, der ist immer in der Luke hängen geblieben. Und jetzt haben wir uns hier so eine richtig geile Treppe reingebaut. Die ist echt Luxus, ne? Ist aber auch eine Mod-Treppe, ne? Ja, genau. S plus, oh. Also die heißt Stairs Ding plus. Und dann gehen wir da hoch. Nee, ich muss eben runter, ich muss was saufen. Die alten Flugratten, die klauen mir immer meine Wasserflasche. Und, ach, die teure, oder? Ja, und die kostet richtig Geld. Das ist richtig mit Polymer und so ein Scheiß. Die kann ich selber gar nicht herstellen. Die muss immer einer für mich bauen, weil ich noch so klein bin vom Level her. Irgendjemand klappt mir da an Shadows. Und das Geile ist, ich stehe mal im Wasser und möchte mit R trinken. Finde ich immer richtig geil. Ne, weil ich das aus dem LS kenne, hier im Wasser, ja. Und so, ne? Wo bist du? Ich bin mal ein bisschen rumgeflogen auf der Suche nach Metall. So, weil jetzt weiß ich ja, wie das aussieht. Okay. Du weißt auch, wo die Heimat ist. Ja, das finde ich auch wieder. Jetzt weiß ich ja den Weg auf jeden Fall. Okay. Also wir haben hier auch jede Menge Kisten und so. Ich weiß gar nicht, was das alles ist und was das kann. Ich muss da erst, wie gesagt, ich bin heute auch erst im zweiten Darum-Server. Ich muss da noch so ein bisschen reinwachsen in das ganze Thema hier. So sieht das aus, wenn einer sich ausloggt, dann wohnt er hier. Wer wohnt hier? Kann ich nicht sehen, wer hier wohnt? Hier liegt einer am Boden. Das ist der Action-Andy. Ja, aber warum sehe ich das nicht, dass das der Andy ist? Müsste aber. Ah, jetzt sieht man's. Nee, jetzt sieht man's. Er musste sich nur richtig rumdrehen. Hier, in diese scharfe Lady ist übrigens der Roberto, ne? Hallo. Das ist ein Gerät, wa? Da will man gar nicht mehr runter vom Server. Ich nehme mal den Action-Andy mit hier hoch. Ja, leg den mal oben gut warm weg. Den kleinen. Ja, definitiv weglegen. Ne, ich wollte noch einmal kurz bis aufs Dach. Ich habe die Dachluke verloren. Ach, die ist da. Wie gesagt, der Diego ist zu fett für diese Dachluken. So, hier ist noch das Obergeschoss. Hier stehen die Fluggeräte und die können dann direkt hier durchstarten. Ja, genau. Geh mal kurz vor dem aus dem großen Tor raus. Genau, jetzt guck mal. Jetzt geh mal hier links. Rechts hier. Guck mal hier. Keine Angst. Da ist eine Leiter. Da kannst du hochgehen. Wahnsinn, oder? Okay. Kannst du von oben schauen. Wie komme ich denn die Leiter? Ah, hochklettern. Da war's. Ja, ich muss noch viel üben, ne? YouTube, ihr kennt das. Ah, das sind unsere Abschussrampen hier. Aber ja, man gesagt, sieht noch gar nichts. Also die wachsen erst noch, oder was? Nee, wir müssen da Dünger reintun und das blendet wieder. Wie gesagt, es muss immer gedüngt werden, die Teile, damit die Pflanzen hier überleben. Ach, die sind gestorben, weil nicht genug Dünger war? Richtig, genau. Ja. Ah, jetzt müssen wir Dünger hochtragen. Ja. Wie macht man das? Wie trägt man Dünger hier hoch? Ja, wir haben da ganz normalen Dünger unten. Wir können die Dünger herstellen, dann tun wir... Ach, der einfach ins Inventar hoch, packen, oder was? Richtig, ja. Man nimmst also quasi eine Handvoll Mist, steckst in eine Tasche. Ja, nicht wirklich, warte mal. Ich habe jetzt kein... Doch, hier, guck mal, hier, sammelt das mal auf, was ich hingeschmissen habe. Das hier ist so ein Dünger. Das ist den, wo wir herstellen können. Der Dünger kommt dann hier rein. In so eine Pflanze. Okay. Ne, warte mal, ich kann dir mal... Mir ging es hauptsächlich um die Leute bei YouTube, dass die das halt mal sehen, ne? Mhm. Darum ging es mir eigentlich. Ich wollte das Video auch nicht zu lang werden lassen. Wir machen erstmal nur 10 Minuten. Wir wollten nur einmal Hallo sagen, dass wir ab und zu auch mal Ark zocken. Da hinten steht was Schönes für mich zum Trainieren. Sehr gut. Ja, das war's eigentlich schon. Nur ein kleines Reinschnuppern. Ach, guck mal, da kommt einer angeflogen. Wer kommt denn da geflogen? Grüße. Der Mad Max. Ach, Roberto, fliegt. Du bist einfach lustig. Grüße. Wo ist Diego? Ich bin oben auf dem Dach. Ganz oben bei den Pflanzen. Ich wollte noch mal kurz den Leuten bei YouTube Tschüss sagen. Wollt ihr den Leuten bei YouTube auch noch irgendwas sagen? Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Macht,
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb.